flüchtig. Die Polizei scheint seine Spur nach. Der Konflikt in der Arktis hat heute einen neuen Höhepunkt erreicht. Wie wir gerade erfahren, soll die USS Iowa, ein in der Region stationiertes Jagd-U-Boot, nach einem Auftauchen zu Reparaturzwecken verschwunden sein. Präsidentin Warren berief sofort hochrangige Offiziere zu einer Krisensitzung ins Weiße Haus. Der Welt droht ein weiterer Krieg und dieser neue Vorfall könnte sehr gut der Auslöser sein. Auch in der Nacht kommt es in Detroit weiter zu heftigen Schneefällen. Die Leute, die wir treffen wollen. Woher weißt du von ihnen? Von den Androiden ins Lankos Haus. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Wenn's gelogen war? Oder noch eine Falle? Ich weiß nur, dass die Androiden es glaubten. Bis Slatko sie umbrachte. Ist es noch sehr weit? Wir sind in etwa einer Stunde da. Notfallbremsen aktivieren. Das sieht nicht gut aus. Bleib sitzen, Alice. Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Zu Fuß gehen, schätze ich. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Kara. Wir brauchen eine Unterkunft. Wir müssen aus der Kälte raus. Scheint schon länger geschlossen zu sein. Was gefunden? Nein, nichts, wo wir übernachten können. Hier fällt alles auseinander. Wird nicht leicht, einen Schlafplatz zu finden.
Ich mach das. Na bitte. Wir werden nichts Besseres finden. Machen wir es uns gemütlich. Ich mache ein Feuer an. Ich mach das Feuer hier. Dann stört uns der Rauch nicht so. Glaubst du, wir sind eines Tages wie sie? Wenn wir über die Grenze sind, fangen wir neu an. Du kannst in die Schule? Vielleicht finde ich einen Job. Genau wie sie. Wie alle anderen. Dass wir beide zusammen sind, das ist alles, was zählt. Na komm, es ist Zeit fürs Bett. Ruh dich aus. Morgen wird ein langer Tag. Erzählst du mir eine Geschichte, Kara? Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Mir sollte eine einfallen. Es war einmal,
Eine kleine Prinzessin, die... Nein, nicht so eine Geschichte. Eine nur für mich. Es war einmal ein kleines Mädchen, das keine Angst mehr haben wollte. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber... Der Schatten, der in ihm lebte, machte es unglücklich. Dann traf es einen Roboter, der auf Gehorsam programmiert war, aber dieses Mal nicht mehr gehorchen wollte. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen, um dem im Haus lauernden Schatten zu entkommen. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber sie hielten zusammen und konnten so alle überwinden. Unterwegs trafen sie einen anderen Roboter, der seinen Meister verließ, um sie zu beschützen. Wie geht die Geschichte zu Ende? Wir entscheiden, wie die Geschichte ausgeht, Alice. Zeit zu schlafen. Morgen liegt wieder ein sehr langer Tag vor uns. Kommst du und sagst mir gute Nacht, Luther? Ja. Ja, natürlich. Nacht, Alice. Schlaf gut. Ein liebes Mädchen. Ja. Sie ist sehr tapfer. Erinnerst du dich eigentlich an dein Leben? Vor Slatko? Nein. Mein Modell wurde für schwere Arbeit entwickelt. Vielleicht war ich Hafenarbeiter oder in einer Fabrik. Wer ich war, ist nicht mehr wichtig. Das war nicht wirklich ich. Es schneit noch. Das wird ein weiter Weg. Wir sollten früh los, wenn wir nicht entdeckt werden wollen. Kara, ist dir jemals was aufgefallen? An Alice? Ja, natürlich. Sie ist ein liebes kleines Mädchen. Ich meine, ich kenne nicht viele Mädchen, aber sie ist etwas Besonderes. Nichts. Wir sind wie ihr. Wir heißen Jerry. Wir haben hier im Park gearbeitet. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Was macht ihr hier? Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns. Sieht traurig aus.
Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für Sie. Etwas Lustiges. Wird dir gefallen. Will sie es sehen? Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Alice, ich weiß nicht, ob das so kommt gut ist. Komm schon, Kara. Ich glaube, du hast keine Wahl. Sei unser Gast. Die Kleine geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Sie lächelt zum allerersten Mal. Bisher gab es ja auch nicht viel zu lächeln.